und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieser Teil ist der zweite Teil von meinem ersten Vancouver Layover. Also falls ihr den ersten Teil noch nicht geschaut habt, klickt euch unbedingt rein. Wir haben echt mega coole Sachen gemacht. Wir sind nämlich Wasserflugzeug geflogen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch hier viel Spaß bei dem zweiten Teil. Juhu, es geht nochmal im Pool. Und Leute, ich sag euch, ich bin so müde. Ja, aber danach geht's schlafen. Wow, wieder super schön. Und oh mein Gott, es ist niemand im Whirlpool, ich bin alleine. Geil. Tschu. Puh, endlich wieder da. Ja, ich bin wieder voll wach, aber ich gehe jetzt schlafen. Dann bis morgen und. Morgen! Wir gehen jetzt eben zum Pool den Sonnenaufgang anschauen. Oh mein Gott, es war so schön heute am Pool. Also ich habe jetzt schon eben geduscht, mich fertig gemacht, weil wir gehen jetzt gleich. Und wir gehen heute nämlich zur Suspension Bridge. Richtig cool. Ja, ich bin voll gespannt. Und heute Abend geht es dann schon wieder zurück. Und oh mein Gott, der Sonnenaufgang, der war so schön. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, geht früh ins Bett und steht morgens auf und genießt immer das Wetter. Weil es ist so schön immer morgens. Also ich bin eh ein Frühaufsteher, weil ich es einfach immer morgens so schön finde. Also das war echt genial heute. Also es war echt so schön im Wasser zu sitzen. Und dann ist die Sonne so aufgegangen und dann so die frische, klare Luft und es war halt alles voll ruhig. Ja. Aber dann gehe ich jetzt auch schon, genieße noch den letzten Tag und dann bis später. Tschüssi! Und ich war sogar schon effektiv. Ich bin sogar, glaube ich, mindestens 20 Runden in dem Pool geschwommen. Also ich war echt mega effektiv heute. Für das, dass ich hier ja gerade mein Fitness voll vernachlässige. Oh mein Gott, hier ist es so schön. Wow. Ah, und ich sehe die Brücke. Guck mal, dort ist sie. Ha! Oh mein Gott. Und was für riesige Bäume. Ha, ich liebe es. Ein echter kanadischer Nationalpark. Wie krass. Good morning. Go ahead whenever you're ready. Okay. Oh mein Gott. You go ahead whenever you're ready. Sie wackelt. Ah, das ist so krass. Oh mein Gott. Es ist ein Eichhörnchen. Ja. Oh. Das ist sehr warm. Boah. Wie Eichhörnchen. Von Baum zu Baum.
Uhuhuhu, back again. Huh. Zurück. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich bin irgendwie fertig. Also ja, ich bin froh, jetzt eben wieder im Zimmer zu sein. Es war ja schon der letzte Tag, aber irgendwie ist es schon immer anstrengend, auch so die ganzen Sachen angucken und so. Aber der Park, der war mega, mega, mega toll. Oh mein Gott. Also die Brücke, die war eben ein bisschen wackelig. Und für Leute, die halt Höhenangst haben, ist es, glaube ich, nicht so schön. Aber für mich, ich fand das so geil. Auch dann ging dann der Park weiter und da waren halt überall so Brücken in den Bäumen. Also es war echt schön. Also man hat sich gefühlt wie so ein Affe oder so ein Eichhörnchen. Also war echt cool. Und halt auch die Bäume, die sind ja ganz anders als in Deutschland. Das sind solche Riesenbäume. Also voll krass. Ja, aber wir sind jetzt eben schon wieder zurück und wir haben jetzt, glaube ich, noch so 5 Stunden, bis es heimgeht. Und es ist auch abnormal heiß draußen. Also ich überlege jetzt eben, ob ich noch ins Fitness gehe oder ob ich an den Pool gehe, also mich hinlege. Ja, und dann schaue ich mal. Oder ob ich erst ins Fitness gehe und dann mich am Pool lege. Muss ich mal gucken, aber ich habe irgendwie nicht so viel Lust auf Sport. Naja. Yay! Oh, ich konnte mich jetzt doch noch fürs Fitness motivieren. Also schaue ich mal und danach gehe ich dann zum Pool. Okay, hier läuft man zum Fitness. Das ist ja mal crazy. Oh mein Gott, ganz alleine, hier ist gar niemand. Ah, Hilfe. Gut, dann mache ich mal hier das schöne Laufband. Ui, noch ein bisschen hier sonnen, bevor es dann wieder nach Hause geht, glaube in 2 Stunden. Ich bin wieder zurück im Hotelzimmer. Und es bedeutet, wir gehen jetzt. Mann, ich wäre gern noch länger hier geblieben. Ich will mich jetzt nicht anziehen. Aber wir gehen in 1,5 Stunden und blöd. Naja, also es war richtig schön am Pool. Mann, ich will es noch nicht gehen. Ich habe sogar vielleicht einen Sonnenbrand. Also es ist wirklich so heiß. Puh, heiß. Es hat bestimmt 30 Grad oder so. Das ist echt mega, mega, mega heiß. Gut, ich mache mich da mal fertig. Es geht wieder zurück. Ja. Also genau, bin fertig angezogen und ja, dann melde ich mich in München wieder. Ich bin mal gespannt. Und es ist so schön da draußen. Ich werde es vermissen. Tschüssi. Ciao. Hallo. Ja, ich bin zurück in München und der Flug, der war anstrengend. Es war ein Nachtflug. Lüftung hier angegangen. Genau, und wir haben jetzt da 3, also 15 Uhr und ich werde jetzt einfach noch das schöne Wetter genießen. Ja, und dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne dann nach oben da lassen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüssi!